Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4, der 100 Baby Challenge. Was möchte sie? Okay, sie möchte tanzen, Goffrey plaudern oder. Ja, cool, dann red einfach mal mit ihnen. Über Geschicklichkeit reden, einfach so freundesmäßig reden. Bitte nur Freunde zu sein. Komm, laber ihn einfach mal voll. Über Familienzuwachs reden. Jetzt über Pantomime. Ach, da ist der andere auch noch. Jetzt fehlt nur noch eine. Über Gitarren Solo schwärmen. Okay, fesselnde Geschichte erzählen. Tiefgründige Gespräche. Ich glaube, das kriege ich hin. Beenden. Nee, ich möchte tiefgründige Unterhaltung mit dir führen. Tiefgründige Unterhaltung. So, dann reden wir eigentlich weiter mit ihm. Große Neuigkeit erzählen. Witze über Pantomimen machen. Mach ich mal einfach ein Kompliment. Interessen reden. Jemanden parodieren. Über Kochen reden. Lustige Geschichte erzählen. Warum möchte sie sich besaufen? Etwas trinken. Getränk im Club trinken. Ja, dann bestell dir doch ein Getränk. Hier einfach ein alkoholfreier Caipirinha. Ja. So, setzen wir uns dazu und bestellen uns einfach mal Schönes zum Trinken. Ach ja, immer diese Alkoholiker. Was möchte sie machen? Einen befreundeten Sims sitzen lassen. Okay. Ich friss doch da gerade auch, oder? Ist sehr glücklich. Das freut mich, dass sie sehr glücklich ist. Ich hoffe gerade einfach irgendwie, dass der Typ abhaut. Was hat sie gemacht? Alter, was macht sie? Okay, jetzt hat sie null romantische Beziehung gleichzeitig. Okay, wir müssen uns wieder Mordheimer ranschmeißen. Romantisch. Flirten. Küssen. Wir müssen es irgendwie hinkriegen. Tag verschönern. Umarmen. Bewunderung ausdrücken. Mit ihrem alkoholfreien Drink. Ich glaube, sie hat ihn jetzt den über die Füße geschüttet, aber ey. Verführerisch flüstern. Okay, sie knutscht schon rum. Ich glaube, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Kompliment über Aussehen. Händchen halten. Flirten. Kompliment über Outfit machen. Okay, wir haben jetzt wieder eine Beziehung mit jemandem. Wir müssen jetzt halt nur beide irgendwie eine kokette Stimmung bringen. Ewige Liebe erklären. Küssen. Knuddeln. Ich glaube, sie muss ganz dringend pinkeln, wenn ich das so sehe. Wie geht's hier hoch? Hier geht's hoch. Immer pinkeln. Diese Dates sind nicht gut für dich. Okay, Verabredung küssen. Ich glaube, das kriegen wir hin. Was sind da Mordhammer hier? Warum kriegt ihr gerade mit irgendjemandem Herzen? Das finde ich nicht so schön. Auswahl küssen.
Ich dachte, es steht da irgendwie seine Ex-Frau irgendwie rum oder seine Frau. Und ist sich ja nicht sicher. So. Muss ich eigentlich für Verabredung irgendwo hin? Nee. Massieren. Wir können ihn noch leidenschaftlich küssen und das zeigt mich mal massieren raus. Massage anbieten. Oh. Schiene richtig nieder. Ah, perfektes Date. Wer ist denn das? Der Don. Den hier können wir auch mal ansprechen. Da stelle ich mal kurz vor, dann flippen wieder fünf Leute aus. Oh, er setzt sich gleich zu ihr. Und er geht wieder. Nancy Langgraf. Kannst du ihr irgendwie erzählen, ob sie, dass sie halt irgendwie einen Typen hat? Frag sie einfach mal nach ihrem Liebesleben. Und dann sag einfach mal, dass du was mit den Typen am Laufen hast. Okay, Verabredung abgeschlossen. Ich glaube, wir sollten nach Hause gehen, weil sie halt echt müde ist und in Zukunft werden die Typen nur noch zu uns nach Hause eingeladen. Dass dann nicht mehr so was Dummes passieren kann, dass sie sich irgendwie gegenseitig sehen. Das ist jetzt oberste Priorität, dass sowas nicht mehr passiert. So, da ist sie wieder zu Hause, dann kann sie ja mal schlafen gehen. Okay. Hä, habe ich jetzt zwei Babysitter da? Scheint so. Ich glaube, ich habe den einen einfach kaputt gemacht und er arbeitet jetzt für mich ohne Gehalt. Weil das eine Kind verschwunden ist wahrscheinlich. Ich bedauere diesen Zustand jetzt nicht unbedingt. Okay, er berechnet mir 75. Jetzt muss ich aber neun anrufen. Was für komische Musik, die hier läuft. Was läuft da nicht? Retro-Romantik, Espo. Kinderknall, Karnevalsmusik. Interessant. Wir haben ja gerade Fasching. Können wir uns immer antun. Bin ich fruchtbar. Das hört sich auch nicht an wie Karnevalsmusik. Ja, das ist besser. Auch wenn ich eigentlich Pop nicht so mag, ist es besser. Hol dir mal was zu essen. Bist hungrig. Okay, pinkeln gehen. Ach ja. Aber der hat uns jetzt echt nichts berechnet für die sehr lange Zeit, wo der bei uns war. Ich hoffe, sie denkt wirklich dran, dass sie aufs Klo gehen möchte und nicht sich mit diversen Leuten unterhalten möchte. Ja, sie ist glücklich wegen der Musik, glaube ich. Okay, sie ist immer noch müde. Wir bräuchten einfach voll das gute Bett für sie, aber geht leider nicht. Ey, fünf Kommunikationsrechte. Wir haben da irgendwo einen Kalender. Wann werden denn die Kinder älter? Ach, heute. Heute finde ich super. Okay, ich räume mal den Teller da weg, nicht, dass den irgendjemand haben will. Okay, die reden alle miteinander. Freut mich.
Ich glaube, irgendjemand von denen hat das Spielzeugauto eingesteckt, wenn ich das so richtig sehe. Du hast das Spielzeugauto einfach eingesteckt. Können die anderen Kinder nicht damit spielen, wenn du das einsteckst? Warum spielt das Kind im Klo? Ja, irgendjemand wird die schon mal zusammenscheißen. Ja, gut. Und die Uhrzeit irgendjemand kennenzulernen, ist dann auch schwierig. Da rennt auch gerade nichts am Haus vorbei. Nee, die Nachbarschaft sieht sehr ruhig aus. Okay. Stufe 3 der Denkfähigkeit erreicht. Toll. Oh, die muss schon wieder pinkeln. Die muss echt auf Pinkeln gehen. Die Karriere verlassen, lass das mal. Und saufen gehen wir jetzt auch mal nicht. Ich denke, dein Kind kommt ziemlich bald. So, duschen willst du? Ja, dann geh halt duschen. Müll lernen, komm, räumen wir heute mal ein bisschen auf. Wie sieht es eigentlich mit unserer Rechnung aus? Oh, das wird teuer. Jetzt hast du schon wieder Hunger, ja, dann. Wir haben Reste da, gönn dir die. Und ich denke, jetzt langsam könnten auch Leute irgendwie auftauchen. Okay, und wir müssen ganz dringend wieder einen neuen Service anrufen. Haushalt, Service engagieren. Da unten geht jemand, aber das sieht weiblich aus. Es muss ja hier irgendwo weit oder breit ein männliches Wesen geben. Das darauf wartet, mit mir zu sprechen. Das ist ja auch voll die Wohnsiedlung. So. Ach ja, sie ist einfach glücklich gerade. Aber Charisma-Fähigkeit könnten wir auch einfach mal hochsteigen. So, wir schauen uns erstmal, dass wir Charisma-Fähigkeit hochsteigen. Und dann kümmere ich mich um die Beziehungen. Oder einen anderen Sim reden. Also eigentlich müsste es doch gehen. Da ist doch gerade irgendwas vorbeigelaufen, oder? Du wirkst weiblich. Du wirkst auch weiblich. Ja, vielleicht können wir uns da irgendwas einladen, was wir bereits kennen. Gerade keine Beziehung mit dem Film. Aaron wirkt, ist ein Senior. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Tim. Oh, der hat einen Ehemann. Ja. Irgendwie glaube ich, der ist raus. Dann, gut, dann rufen wir hier Don an. Ich glaube, das ist auch unser Vorgesetzter. Also wäre es, glaube ich, nicht blöd, sich bei denen einzuschreiben. Okay, Lothario will gleich da sein. Okay, dann warten wir mal auf den guten Don. Okay, Sandy ist älter geworden. Nice. Okay, was kann ich jetzt wählen? Mental, Motorik, sozial. Ja, die will bestimmt viele Freundschaften schließen. Gibt es hier schon irgendwas, was so Richtung Kure geht irgendwie? Brauchen wir eine Nachfolgerin? Gesellig. Hat die lila Haare? Ach, die hat einen pinken Ansatz und dann schwarze Haare. Interessant. Umarmen. Küssen. Jetzt hoffe ich nur, dass da keiner vorbeikommt. Aber hallo, du.
Ein Mensch, den ich noch nicht kenne. Möchtest du nicht mal stehen bleiben? Bob Pancakes. Stell dich mal ganz kurz bei denen vor. Star imitieren. Imitier einfach mal einen Star, komm. Oh, und hier, Sophie ist auch älter geworden. Vielleicht ist die aber mehr so eine mentale. Aber die ist auch recht gesellig. Aber ich hätte, glaube ich, schauen müssen, was die für Fähigkeiten haben. Egal. Oder kann man das noch nachträglich switchen? Ist das Sandy? Traurig. Boah, weiß ich nicht. Hätten wir besser werden müssen. Händchen halten, komm, jetzt machen wir uns mal ein bisschen an den ran. Okay, aber ich sehe gerade, wir müssen an dieser Stelle mal einen kurzen Cut machen und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht. Hier bei The Sims 4, der 100 Baby Challenge. Bis dahin. Bye, was macht ihr mit meiner Mülltonne?